Ich darf jetzt zur Zeitzeugenrunde überleiten, darf nochmal oder noch jetzt auch noch meinen Kollegen Gerd Schürl vorstellen. Er ist der Historiker bei uns in der Forschungsgesellschaft. Er hat vor einigen Jahren über 40 Interviews geführt mit vertriebenen Burgenländern in der ganzen Welt. Das Buch Vertrieben, Erinnerungen burgenländischer Jüdinnen und Juden, kennen Sie vielleicht, wenn nicht, es ist nach wie vor bei uns zu erwerben. Die beiden Zeitzeuginnen habe ich bereits begrüßt und ich darf jetzt Gerd Schürl bitten, mit dem Zeitzeugengespräch zu beginnen. Guten Tag hier vom Podium, von mir und von meinen Gästen. Ich möchte voraus noch erwähnen, es gibt ein älteres Programm, da war noch der Bruder von Herrn Ernest Seimann erwähnt, den hatten wir auch eingeladen, Kurt Seimann. Er musste leider absagen vor circa 3-4 Wochen. An dieser Stelle einen schönen Gruß und Besserung an seine Frau. Als ich mich vorbereitet habe für diese Gesprächsrunde heute, war es zunächst einmal gar nicht so leicht, weil meine Gesprächspartner relativ jung sind und eigentlich mit sehr jungen Jahren Eisenstadt bzw. Mattersburg verlassen mussten. Ich möchte trotzdem mit einer Frage beginnen. Frau Gerda Frey, vielleicht ein paar Leute kennen Sie hier schon im Publikum, viele kennen Sie wahrscheinlich noch nicht. Können Sie etwas, ein bisschen über Ihre Familie erzählen, was Sie zumindest von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter überliefert bekommen haben? Woher kamen Sie? Welchen Beruf hatten Sie? Brauche ich mehr? Okay, in dieser Entfernung? Mehr. Also, ich freue mich sehr, heute da zu sein. Ich bin sehr geehrt, dass ich eingeladen wurde. Über mich zu erzählen ist etwas schwer, weil ich war 17 Monate alt, wie wir aus Mattersburg vertrieben wurden. Ich habe natürlich, bin das einzige Kind von einer sehr liebenden Familie, die durch das Glück, durch die Hilfe Gottes, durch die Klugheit meines Vaters wie ein Wunder überlebt haben und im Jahre 45 zurück nach Österreich, nach Mattersburg kommen konnten. Aber diese Nähe in meiner Familie bestand auch daraus, dass man auch sehr viel mir erzählt hat. Und diese Erzählungen auch aus Mattersburg und aus von meiner Familie ist vielleicht ganz typisch für eine burgenländisch-jüdische Familie von meiner Vaterseite. Und zwar war das eine sehr angesehene Familie in Mattersburg-Brandl, die schon im Jahre 1900 ihre Söhne an die Universitäten geschickt hat. Also mein Onkel hat in Berlin Medizin studiert, mein Vater dann 1920 in Wien. Das war auch damals nicht selbstverständlich, weil es war doch eine sehr orthodoxe Gemeinde und weltliche Studien waren ja damals schon der Fortschritt in die moderne Welt. Mein Vater hatte auch drei Schwestern und so wie es damals Sitte war, oder wo es Usus oder wie es das Leben gebracht hat, eine Schwester wurde nach Budapest verheiratet. Der Mann hat also die Ehen zusammengebracht. Eine Schwester hat nach Wien geheiratet und eine Schwester hat in die Slowakei geheiratet. Und jetzt kommt es. Im Ersten Weltkrieg, in den ersten zwei Jahren, sind alle drei Schwestern Witwen geworden. Das war der Erste Weltkrieg. Alle drei hatten Kinder. Eine hat dann als Witwe nur mehr in Budapest ihre Söhne, hat dann für mich eine große Bedeutung, herangezogen, besaß eine Bäckerei. Die anderen zwei waren, wie gesagt, in Wien, haben wieder geheiratet. Das Leben war immer sehr schwer. Und was war das Ende? Meine Tante in der Slowakei ist elend mit ihrem zweiten Mann, ihrer wunderschönen 60-jährigen Tochter, ermordet worden. Und meine Tante in Wien wurde auch nach Sarah Trast, wie hieß der Ort, wo man die meisten Juden aus Wien erschossen hat,
Taras Trasnice oder im Weißrussland. Ich merke mir den Namen nicht. Das ist war auch voriges Jahr. Jedenfalls, ich habe den Namen nicht gemerkt. Wurden dort Chinas älteres Ehepaar und wurden dort ermordet. Zum Glück, ihr Sohn war mein erster Cousin war ein großer Zionist und ist auf großen Umwegen nach Israel, nach damals Palästina gekommen und ist heute eine große Familie und lebt in Israel. Und die sind auch fast meine nächsten Verwandten. Auch von meiner Tante aus der Slowakei gab es eine Tochter, die als Partisanin überlebt hat in den slowakischen Bergen und ihre Familie lebt jetzt in Köln und das ist mein anderer Familienteil. Also sonst von meiner Mutterseite, meine Mutter stammte aus Ungarn, aus der Stadt im Nordosten Ungarn, das drei Länder im Besitz hatte. Es war ungarisch, dann war es die Tschechoslowakei, dann war es wieder Ungarn und dann ist es jetzt die Ukraine. Und die Stadt hieß einmal Ungvar und jetzt ist es Uschhorod. Und meine Mutter stammte von dort, die Ehe wurden einander in Budapest vorgestellt, meine Eltern, und sie waren eine sehr glückliche Ehe. Und ich bin leider das einzige Kind, weil der Krieg das verhindert hat, dass wir eine größere Familie geworden sind. Und jetzt zum Jahr 38, wie viel ich weiß, genug? Wir kommen dann nachher in der nächsten Runde zum Jahr 38. Genau. Unterbrechen Sie bitte. Danke, Frau Jederfrei. Herr Ernest Zweimann, Sie sind hier noch in die Schule gegangen. Sie sagten aber in die Montessori-Schule. Ja. Was haben Sie von Ihren Eltern noch oder als vielleicht aus eigenen Erinnerungen noch an Eisenstadt, an Fragmenten bei sich? Ja, zunächst einmal, mein Deutsch ist weniger gut als die von Frau Gerda Frey. Ich musste Deutsch wieder lernen und glücklicherweise habe ich dann auch teilweise in Deutschland und in Österreich gearbeitet und das hat geholfen. Aber wenn ich da blöde Fehler mache, bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss sagen, ich kann mich nicht an sehr viel erinnern. Ich kann mich erinnern, dass wir eine glückliche Familie waren. Wir haben, nachdem ich in der Judengasse geboren bin, sind wir zum Schubertplatz umgezogen und haben da eine Wohnung gehabt. Ich kann mich an diese Wohnung erinnern, nicht sehr genau, aber vaguely, wie man sagt auf Englisch. Und da war so, mittendrin war ein großer Garten, Häuser rundherum. Und meine Tante wohnte auch in derselben Gegend als wir. Ja, mein Vater war damals war es in Kishmarton geboren, 1901. Meine Mutter kommt aus Karl in Ungarn, in der Nähe von Sárvár, ein kleines Dorf. Sie war eine von 12 Kindern. Der Vater war der Dorfschuhmacher. Im Krieg oder Resultat von Nazi-Ergebnissen sind eigentlich viele von meiner Mutters Familie verloren gegangen, aber glücklicherweise keine von meinem Vaters Familie. Ein Bruder ist nach Palästina, ein anderer nach England und die Schwester auch nach England. Da waren 4, 3 Brüder und eine Schwester und die lebten eigentlich ziemlich glücklich in diesem Land. Aber wie gesagt, meine Großeltern von meiner mutterlichen Seite waren von den Nazis umgebracht und dann auch einige Onkel und Tanten
Brüder und Schwester von meiner Mutter. Ja, was kann ich von mir erinnern? Ich war im Kindergarten, ich kann mich nur nicht sehr genau erinnern. Komischerweise, vielleicht eine kurze Geschichte. Wir haben gute Freunde, der heißt Menachem Breuer. Der war der Konzertmeister von der israelischen Philharmoniker. Und er ist auch von Eisenstadt. Und war eigentlich vor einigen Jahren hier und war eingeladen von Eisenstadt und hat angeblich in der Heidensaal mit seiner Trio gespielt, die Israel Piano Trio. Und als wir vor einigen Jahren in Israel waren, waren wir zusammen und er sagte plötzlich, meine Schwester möchte dich treffen. Und gut, fein, wir waren dann mit seiner Schwester zusammen und plötzlich bringt sie ein paar Bilder vor und zeigt Bilder von sich und von mir zusammen als 5 Jahre alt im Kindergarten hier in Eisenstadt. Wir waren in derselben Klasse im Kindergarten. Ich wusste das gar nicht, aber sie wusste es genau und hat diese 2 Bilder gezeigt, die ich jetzt habe und die ich dann auch ab und zu zeige. Das ist eine ganz komische, interessante Geschichte. Was noch? Danke vielmals für die erste Runde. Ich möchte jetzt versuchen, weiter ein bisschen Ihre Erinnerungen in Ihren Erinnerungen zu graben. Frau Frey, Sie haben bereits begonnen. Es kam das Jahr 1938. Sie haben erwähnt, Ihre Mutter stammte aus Uschgorod. Ja. Das war auch der Grund, warum Sie praktisch dort hinfliegen mussten. Könnten Sie uns über Ihre Flucht, Ihre erste Zeit dort etwas sagen? Kann ich sehr gern. Aber zuerst muss ich doch sagen, wie Hitler einmarschiert ist, wurden am nächsten Tag in Mattersburg alle Akademiker sofort verhaftet. Und das Gerichtsgebäude, unser Haus war Gustav Degengasse 17 und 3 Häuser weiter war das Gericht. Und dort war mein Vater eingesperrt mit anderen, mit allen jüdischen Anwälten und Ärzten. Und das war, meine Mutter ist dann mit mir nach Wien gefahren, eben zu der Tante, die nach Wien geheiratet hat. Ich als Baby. Und wie sie dann meinen Vater nach 6 Wochen entlassen haben aus dem Gefängnis, hat meine Mutter ihn nicht erkannt. Er war grün-blau, ohne Zähne, ohne allem, eigentlich damals ein gebrochener Mensch. Er hat sich dann wieder gefangen. Und dann standen wir in Wien und hatten nicht, wohin zu flüchten. Wir hatten kein Affidavit, man brauchte damals sogenanntes Affidavit of Support, um nach Amerika oder nach... Wir hatten nichts. Die einzige Möglichkeit war, in die Heimatstadt meiner Mutter, das damals in der Tschechoslowakei war, noch. Und so sind wir vollkommen mittellos, Vater, Mutter, Kind, zu meinen Großeltern, die auch nicht wohlhabend waren. Und dort kamen wir an und dort lebten wir bis zum Jahre 42, also meine Eltern bis zum Jahre 42. Mein Vater durfte noch damals am Anfang auch als Arzt im Spital arbeiten, solange es noch Tschechoslowakei war. Dann wurde das an Ungarn zurückgegeben, das ist Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Und ab dann ging alles wesentlich schlechter. Aber mein Vater hat also noch bis 41 im Spital gearbeitet. Ich war ein kleines Kind, war im jüdischen Kindergarten und es war eine Stadt, Uschgorod war eine Stadt von 30.000 Einwohnern, in der 10.000 Juden gelebt haben. Ein Großteil sehr, sehr fromme, sehr, 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 sehr arme, sehr, sehr kinderreiche Familie. Und die andere Teil war eine Mittelklasse und eine sehr gehobene Mittelklasse. Mit sehr hoher Bildung, einige Schriftsteller stammen von dort. Also es war eine ganz interessante. Und jedenfalls von dieser Stadt erfuhr dann mein Vater im Jahre 42, dass sie flüchten, dass sie von dort weggehen mussten, weil man ausländische Juden, die dort, ja, das war ja dann schon Ungarn, dass ausländische Juden gesucht werden. Und so sind meine Eltern nach Budapest, eigentlich nach Budapest gefahren und mich hat man bei den Großeltern gelassen.
Und ich war dann noch ein Jahr bei meinen Großeltern, die Armen, ich war ein sehr schlimmes Kind angeblich, ich habe es ihnen wirklich schwer gemacht. Ich habe meine Eltern so furchtbar vermisst. Und hab dann, hat man plötzlich Polizeibeamter, ein Bekannter hat meinen Großeltern gesagt, das Kind wird auch gesucht. Und wenn man gewusst hat, dass das Kind wird auch gesucht, hat man mich zu unterschiedlichen Verwandten in den ungarischen Städten geschickt. Also ich war einmal bei Tanten und Onkel in Nyíregyháza, ich weiß nicht, wer Ungarn kennt, das sind die diversen Städte. Dann war ich in Nagyvárad, das jetzt Oradea ist. Also überall, und ich wurde überall ein paar Wochen gehalten und dann wie eine heiße Kartoffel weitergeschickt. Ich habe furchtbar meine Eltern vermisst und meine Eltern wurden inzwischen in Budapest in einen Internierungslager, kein Konzentrationslager, aber Internierungslager gesteckt. Mein Vater war der interne Arzt noch dort im Internierungslager, aber von diesem Internierungslager gingen jede zweite Woche und jede Woche schon Transporte in die Provinz und dann von dort nach Auschwitz. Und man hat also gewusst, wenn man auf der Liste ist, um von dort auf die Liste, wenn man auf der Liste ist, weggebracht zu werden, dann ist das. Das hat jeder gewusst. Im Jahre 1943 war das auch so. Um es kurz zu machen, ich wurde dann auch nach Budapest gebracht. Auch immer wieder, teilweise hat meine Tante bezahlt dafür, dass mich jemand aufnimmt auf kurze Zeit. Und dann kam das ist eine lange Geschichte, haben meine Eltern durch Burgenland, Ausgang aus dem Internierungslager bekommen, auf einige Wochen für medizinische Behandlung meiner Mutter. Und in dieser Zeit durfte ich das erste Mal mit meinen Eltern wirklich zusammen wohnen. Und da haben wir eine ganz kleine Wohnung gehabt. Und ich war also in der Schule einmal zwei Monate bei irgendwelchen Verwandten auf der Seite Buddha. Und endlich, das war im Jahr 1944, war ich in der Schule, in der Volksschule, das war eine jüdische Volksschule auf der besten Seite. Und ich habe also mit meinen Eltern gewohnt und war sehr glücklich. Ich war sehr glücklich, bis zu dem Tag, an dem wir hatten damals kein Radio oder gar nichts, am 20. März ich in die Schule komme, ich hatte einen sehr weiten Weg und die Schule war gesperrt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, bin nach Hause gegangen und es hat sich herausgestellt, am 19. März sind die Deutschen in Ungarn einmarschiert und ab diesem Tag war die Schule zu. Und dieser Tag war dann die Tragödie des ungarischen Judentums, weil ab diesem Tag begannen die Transporte. Und hier standen wir, und ich will also jetzt wirklich, es sind lauter so viele Details, aber das will ich also nicht. Hier standen wir, und in der Bäckerei meiner Tante, die eben von Mattersburg verheiratet wurde, und mein Vater, der in Budapest ins Gymnasium ging, weil Mattersburg kein Gymnasium hatte, da war ein Bäckerjunge, der so wie ein Bruder dort aufgenommen wurde. Und dieser Bäckerjunge, der damals verheiratet war und ein Kind hatte, hat mich so geliebt und hat gesagt, er muss etwas tun, er muss uns retten. Und hat seine Frau überredet, bei größter Lebensgefahr, uns in seine Wohnung 9 Monate zu verstecken. So dass niemand gewusst hat im Nebenraum, dass da eine Familie mit 3 Personen lebt. Weil sie hatten auch eine Bäckerei, gingen zeitlich in der Früh weg und blieben bis später am Abend, bis sie zurückkamen. Wir durften nur reden. Das war unsere Kommunikation. Aber es gelang meinen Eltern mit mir sehr viel zu lesen und sehr viel. Es war so furchtbar es klingt, ich durfte nicht zum Fenster, wo Kinder gespielt haben, aber es war trotzdem für mich eine innige Zeit mit meinen Eltern zusammen. Dann kamen aber die ersten Bombenangriffe und die Hausbewohner mussten in den Keller gehen. Und was macht man? Wir konnten nicht in den Keller gehen und es hat aber der Hausbesorger kontrollieren müssen, ob wer dass alle Leute in den Keller gehen bei Sirenengeheul. Und so hat man gesagt, wir müssen von hier weg.
wie geht man von hier weg und wohin gehen wir von hier weg? Und wir wurden in der Nacht von unseren Lebensrettern in ihre Bäckerei gebracht. Und zwar hinten, hinter der Bäckerei. Ist es genug? Okay, wir wurden dann in die Bäckerei hinter einem Holzverschlag gebracht und dort haben wir dann einige Wochen, ich mache es dann ganz kurz, es war kompliziert als dort, aber dort zusammengekauert, also es die Bäckerjungen nicht wissen dürfen und so haben wir eigentlich überlebt. Danke vielmals. Wir werden auf das noch zurückkommen. Ich habe Sie jetzt reden lassen wollen, weil das ist ein schöner Erzählfluss war. Herr Simon, Ihre Geschichte, wie Sie von Eisenstadt weg mussten, ist ja ganz anders verlaufen. Sie sind ja zunächst einmal auch nach Wien gegangen. Da haben Sie auch die ersten Erinnerungen an die Reichspogromnacht, 9. November. Vielleicht beginnen Sie hier Ihre Erinnerungen uns hier zu geben. Gut, wie Sie wissen, sind alle Juden von Eisenstadt weg bis Oktober 38 und wir sind im September 38 nach Wien umgezogen, wo wir im jüdischen Viertel im zweiten Bezirk in der Herminengasse eine Wohnung gefunden haben und wo wir dann wohnten. Und mein Vater probierte während dieser Zeit ein Eintrittsvisum zu bekommen, entweder für England oder Palästina oder Amerika. Was zuerst käme, das würde er nehmen. Aber in der Zwischenzeit wurde er dann verhaftet, war glücklicherweise nur 2 Wochen im Gefängnis und dann hat man ihn freigelassen. Und dann plötzlich kam die Geschichte mit Kindertransport. Und meine Eltern haben entschieden, mich als 8-Jähriger im Kindertransport nach England zu schicken. Und das war zunächst einmal in Wien selbst. Wir waren in der Herminengasse am 9. November 38 an der Kristallnacht. Und da habe ich persönlich erlebt, da war ein Feuer in der Straßenmitte, wo man Gebetbücher und Tora-Rollen gebrannt hat. Und das konnte ich von meinem Schlafzimmer in der Herminengasse sehen. Und das bleibt im Gedächtnis. Und dann, wie gesagt, am 11. Januar 1939 hat man mich per Kindertransport nach England geschickt. Und glücklicherweise kamen meine Eltern einen Monat später. Mein Vater hatte ein Visa bekommen für England, die Eltern mussten das Hausarbeiter arbeiten, das war die einzige Möglichkeit. Die haben dann es war so, meine Tante, die Schwester von meinem Vater, die nicht verheiratet war, ist nach England, nach Leeds in Nordengland gekommen, einige Monate schon früher. Und sie war dann auch als Hausangestellte in der Gegend von Leeds und hatte dann für mich eine Familie gefunden, wo ich dann aufgenommen war als Flüchtling, Kindertransportflüchtling, und hatte dann auch für meine Eltern eine Stelle gefunden bei 2 Ärzten in der Nähe von Leeds und wo sie dann gearbeitet haben als meine Mutter als Koch, mein Vater als General Handyman, würde man auf Englisch sagen. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Mann für alles, danke. Ja. Und die sind dann einige Monate da geblieben. Ich
Ich fing an Schule in England, kein Wort Englisch natürlich. Als Achtjähriger kam ich in die normale Volksschule da. Glücklicherweise war ein Lehrer dabei, der jüdisch war und der dann auch Jiddisch sprach. Und wir konnten uns verstehen. Sein Jiddisch, wie Sie wissen, ist nicht weit von Deutsch entfernt. Also wir haben uns verstanden. Und gut, wie es mit kleinen Kindern ist, ich habe sehr schnell Englisch gelernt. Ich würde sagen, nach 3 oder 4 Wochen konnte ich schon ziemlich regelmäßig Englisch sprechen. Und die Familie, mit der ich wohnte, war eine sehr liebe jüdische Familie. Ich hatte keine Probleme da. Ich war regelmäßig in der Schule, habe da Freunde gemacht, die heute noch meine Freunde sind und die heute, wenn ich Leeds besuche in Nordengland, wo mein Bruder heutzutage wohnt, diese Freunde sind noch immer da und wir sprechen ab und zu von alten Zeiten. Die Zeit ist ziemlich gut gegangen in England, das war noch vor dem Krieg. Ich sah meine Eltern ab und zu, nicht sehr oft, weil die arbeiten nicht in Leeds selbst. Und dann am Anfang des Krieges, in September 1939, wurden alle Kinder evakuiert, weg von den Städten, ins Land hinaus. Und mich hat man dann zu einer Familie im Grafschaft von Lincolnshire geschickt. Komischerweise ein kleines Dorf, das war umrahmt von ungefähr 10 Flughäfen, wo Lancaster Bombers waren. Und das war ein ideales Ziel für deutsche Bombers, aber die kamen glücklicherweise nicht da. Und da waren Kinder evakuiert natürlich, genau da. Typisch Regierungsentscheidung. Entschuldigung, ich sollte sowas nicht sagen. Dann nach einigen Monaten, natürlich die Familie, mit der ich war, das war eine Bauernfamilie, nicht jüdisch, konnten kein Wort Deutsch und wie es so ist, ich sprach sehr schnell gut Englisch und habe langsam mein Deutsch vergessen. Nach ungefähr 4 Monaten kamen meine Eltern auf Besuch und meine Mutter, die war nicht sehr besonders gut mit Sprachen. Sie sprach mit mir auf Deutsch, ich antwortete auf Englisch, was sie nicht verstehen konnte. Und sie hat natürlich angefangen zu weinen, hat gesagt, das kann nicht sein, der Junge muss zurück nach Leeds zu einer anständigen jüdischen Familie. Und nach ungefähr 6 Monaten kam ich tatsächlich zurück nach Leeds. Leeds war sowieso nie gefährdet von Bomben. Ich glaube, da war einmal im Krieg war ein Luftangriff in Leeds, sonst nichts. Und das war nicht gefährlich. Entschuldigung, nicht wie in London. Ja, und dann langsam, mein Vater wurde dann auch interniert, Isle of Man. Wie das mit alle deutsche oder österreichische Emigranten war zu dieser Zeit, weil Österreich wurde als Feind betrachtet. Das war der Anschluss Deutschland, Österreich, das war jetzt nicht eine Invasion, sondern ein Anschluss. Und daher wurde Österreich als Feind betrachtet und alle Österreicher wurden dann als Feinde betrachtet von der Regierung. Und wie Winston Churchill sagte zu dieser Zeit, Call the lot, get them all, alle, keine Ausnahmen, nach Isle of Man schicken. Und das hat man dann getan und er war ungefähr ein Jahr lang in Isle of Man.
Das selbst ist eine sehr interessante Geschichte, aber eine andere Geschichte, die gehört nicht hier in diesem Raum. Aber sehr die ganze Geschichte von den Leuten, die in Isle of Man waren, war sehr, sehr interessant und einige Bücher hat man darüber geschrieben. Ja, und er kam dann nach einem Jahr zurück und langsam wurden wir als Familie zusammen. Und ungefähr 1941 wohnten wir dann in einem kleinen Haus in Leeds. Ja, ich war damals schon 11 Jahre alt und musste dann Examen machen, um ins Gymnasium zu kommen. Und dieses Examen habe ich nicht, da bin ich durchgefallen sozusagen. Und da kam die Wahl, damals konnte man bezahlen, wenn man ein Kind in ein Gymnasium schicken will, entweder macht man diesen Examen gut und dann bezahlt man nicht, oder wenn man nicht, dann muss man bezahlen. Also die Wahl war, in Nordengland, in Nordleeds, wo wir wohnten, war die Schule sehr gut, aber war sehr teuer. 15 Pfund pro Monat, pro Trimester. 15 Pfund pro Trimester, und das war sehr teuer damals für meinen Vater. Aber in Südleeds war eine andere Schule, viel billiger, nur 5 Pfund pro Trimester. Und das haben die dann für mich gewählt. Nach 2 Jahren konnte ich ein Examen wieder machen, diesmal mit Erfolg. Und der Rest meiner Schulzeit wurde dann gratis, nicht bezahlt. Ja. Ich weiß nicht, was Sie über diesen Kindertransport wissen hier, aber das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Und vor 2 Wochen war ich und meine Frau eingeladen, eine Zugreise zu machen in umgekehrte Richtung von Liverpool Street Station in London nach Harwich. In Harwich, das war der Port, der Hafen, und von Harwich per Zug nach Liverpool Street Station in London. Das war die Richtung. Und diese Reise vor 2 Wochen war, um zu anerkennen, dass es war das Ende vom Kindertransport. September 1939, Anfang des Krieges, waren keine Kinder nicht überlebt haben und dass viele Kinder, die Reise gemacht haben, ihre Eltern nie wieder gesehen haben. Das wollte er anerkennen. Okay. Danke vielmals für die Ergänzung. Frau Frey, wir haben gerade gehört, Herr Simon ist also sehr früh nach England gekommen, hat dort eigentlich in ganz passablen Verhältnissen aufwachsen können, war zwar getrennt, konnte aber eine Schulbildung genießen. Für Sie war es um einiges schwieriger. Darf ich fragen, wie haben Sie in der Zeit in Budapest, wo Sie unentdeckt bleiben mussten, wie haben Sie den Tagesablauf organisiert? Haben da Ihre Eltern schon ein bisschen versucht, weil es wäre ja Ihr Schulalter gewesen und Sie konnten natürlich nicht in die Schule gehen. Wie war das? Ja, danke. Natürlich, das haben Sie gemacht. Ich habe auch da sehr viel gelesen. Ich konnte lesen und schreiben schon früher. Ich kann die ungarische klassische Literatur fast auswendig, muss ich sagen, mehr als die meisten. Ja, 25 Jahre ist Vorhang. Sie waren ja genau in dieser Zeit, sind Sie von Ihrer Firma als Repräsentant nach Budapest geschickt worden. Vielleicht, da gibt es ein paar schöne Anekdoten, vielleicht können Sie uns erzählen. Ja. Gut, das war natürlich ganz lustig. Ich war, mein Geschäftsleben war hauptsächlich bei der englische oder internationale Firma ICI, Imperial Chemical Industries, in der Chemie. Und meine Spezialität war synthetische Fasern, Textilbranche hauptsächlich. Und
meine Frau und ich haben in verschiedenen Ländern am Kontinent gelebt. ICI hat mich zuerst einmal in die Schweiz geschickt, da waren wir 5 Jahre lang. Dann nach Deutschland, in Frankfurt, da waren wir 5 Jahre lang. Während der Zeit in der Schweiz war ich 6 Monate lang in Wien auch. Und dann nach Deutschland kamen wir nach Frankreich, 2 Jahre lang in Frankreich, dann nach Belgien. Und wir kamen in 73 nach Belgien und waren dann die restliche Zeit meines Geschäftslebens in Belgien, außer den letzten 3 Jahren von 87 bis 90. Und da war ich Geschäftsführer vom ICI Business in Ungarn. Das war in Budapest. Das war ein Büro. Als ich ankam, war das Geschäft von ICI von einer ungarischen Staatsfirma. Also das war noch die kommunistische Zeit damals. Und die Firma hieß damals Intercorporation, soweit ich mich erinnern kann. Und meine Aufgabe war eigentlich, die Regierung zu überzeugen, dass ICI sollte ihr eigenes Geschäft, ihr eigenes Büro in Ungarn führen können. Und das ist mir dann gelungen. Aber die interessante Geschichte ist, meine Mutter damals war so schon über 80 Jahre alt, wohnte in Haifa in Israel und ist ungarisch oder war ungarisch. Und ihre erste Sprache war damals noch ungarisch. Also ich bin aufgewachsen mit Ungarisch in meine Ohren sozusagen. Mit ihren Schwestern haben die immer sehr laut miteinander geschrien, wie typisch Ungarisch, nicht wahr? Ich habe immer gefragt, warum streiten sie sich? Und die haben gesagt, nein, wir streiten uns nicht, das ist kein Streit. Also gut, sie kam auf Besuch nach Budapest und sie war noch nie im Leben in Budapest. Sie ist aufgewachsen in der Gegend von Sopron, Sava, und kam als junges Mädchen von 18 Jahren ungefähr nach Wien, nach Österreich, nach Baden und hat dort gearbeitet, hat dort meinen Vater getroffen und die haben dann in 28 geheiratet und in dieser Zeit war sie nie in Budapest und sie kam zu uns auf Besuch. Und nach einigen Tagen habe ich gefragt, möchtest du deinen Heimatort besuchen? Karl, in der Nähe von Shaba, kleines Dorf. Und sie sagte ja natürlich sehr enthusiastisch, ja, das möchte ich gerne machen. Und wir sind dann hingefahren, ungefähr 2,5 Stunden per Auto von Budapest und kommen an, kleines Dorf, und sie hat nichts bekannt. Erkannt. Sie hat es nicht erkannt, ich natürlich auch nicht. Ich wusste nicht, also ich fragte, wo war dein Haus? Wo hast du gewohnt? Keine Ahnung. Und da habe ich vorgeschlagen, dass wir suchen, wenn wir eine ältere Dame oder Herr finden in der Straße, wir würden das Auto stoppen und sie könnte mit dieser Person sprechen. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir haben meine Mutter war damals vielleicht 86 Jahre alt und wir haben eine Dame gefunden, die ein bisschen jünger war, nur 75 Jahre, glaube ich. Und die haben miteinander geplaudert und plötzlich ging sie ins Haus hinein, wo die Dame wohnte. Und meine Frau und ich saßen im Auto und warten. Wir sprachen kein Wort Ungarisch, also es hat nicht geholfen, dass wir mitgehen. Und nach ungefähr 15 Minuten ist sie rausgekommen, sehr glücklich. Und angeblich, der Mann von dieser Frau war ungefähr 10 Jahre älter als die Frau, also ungefähr so alt wie meine Mutter. Und er konnte sich genau erinnern an der Familie von meinem Großvater. Er wusste genau, dass es
Das war die Familie, wo jedes Jahr ein neues Kind zur Welt kam. Und das war der Dorf Schumacher. Und er wusste auch genau, wo die Familie wohnte. Und er hat dann seine Frau erklärt, die Frau ist mit uns eingestiegen im Auto, wir sind dann hingefahren und meine Mutter war so glücklich, das war unglaublich. Ja, das war die Geschichte von Ungarn. Vielen Dank für die kleine Episode. Herr Seibern ist ja in dieser Zeit auch, er hatte Angst, abgehört zu werden und ist deshalb oft nach Wien gefahren, in Zentral, um dort zu telefonieren. Ja. Und er war einer jener vielen, die in Eisenstadt eingekauft haben. Das hat er mir auch verraten. Ja, richtig. Das war auch interessant. Als man mir diesen Job gegeben hat in Budapest, hat man mich gewarnt, weil ICI war damals ein sehr wichtiger Lieferant von Chemikalien nach Ungarn. Wir waren verantwortlich für vielleicht ein Drittel von allen Exporten aus England nach Ungarn. Und man hat mich gewarnt, dass industrielle Spionage gang und gäbe ist in Ungarn und dass mein Telefon abgehört wird zu Hause, im Büro und dass man uns bewacht. Also so musste ich natürlich aufpassen, wenn irgendwas Sensibles war, das ich besprechen möchte mit unserer Zentrale in London oder mit irgendwelchen Sitzungen, dass ich die nicht in Budapest führe, sondern in Wien. Und wir waren jede 6 Wochen ungefähr in Wien, beim Büro, im Schwarzenbergplatz im Büro. Und wir waren natürlich auch einkaufen. Damals, obwohl Ungarn höchstwahrscheinlich die interessanteste und die einfachste von den kommunistischen Ländern war, wo das am einfachsten zu leben war für einen Ausländer wie wir. Nichtsdestoweniger, da waren viele Sachen, die man einfach nicht finden konnte. Als wir da ankamen und wir gingen einkaufen, waren alle Sachen, ob es Mehl oder Reis oder irgendwas war, die waren alle in braune Säcke. Nicht wie in einem Supermarkt heutzutage. Und man musste Ungarisch sprechen, um zu erfinden, was war, nicht wahr? Also wir sprachen kein Ungarisch, da haben wir alles gekauft. Es war alles relativ billig damals. Und öffnen und dann haben wir erfahren, was es war. Aber wir haben da regelmäßig in Österreich eingekauft, im Supermarkt hier. Jede 6 Wochen waren wir hier, oft in Eisenstadt. Im Supermarkt in Eisenstadt haben unser Kofferraum voll gemacht und dann zurück nach Budapest. Und die Zollbehörden haben sich immer gefragt, was soll das? Die Leute kaufen Waschpulver und solche Sachen hier. Warum kaufen die das nicht in Budapest? Viel billiger, nicht wahr? Okay, und Eisenstadt war für uns damals ein Ziel. Danke, Herr Seibern, der heute noch überzeugt ist, dass er in Wien auch nicht abgehört wurde, offensichtlich. Ich komme jetzt zur letzten Runde. Frau Frey, Sie haben auch eine sehr internationale Karriere gemacht, waren unter anderem eine Zeit lang für die amerikanische Botschaft aktiv und Sie sind auch jetzt tätig für die UNO als Vertreterin in Österreich, als NGO und Sie gehen ja auch in Schulen. Meine Frage, und das ist jetzt sozusagen die Abschlussrunde, mit Ihren Erfahrungen, die Sie also gemacht haben, mit Ihren Erfahrungen, die Sie in diesen Institutionen gemacht haben, was ist Ihrer Meinung, Ihrer persönlichen Meinung nach notwendig oder wohin, wie kann die wie soll die Entwicklung gehen? Was sollte man machen, dass man Antisemitismus und Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit künftig besser in den Griff gibt, beziehungsweise überhaupt ganz verhindert?
Naja, da kann ich ein bisschen schwer darauf antworten, weil meine NGO-Tätigkeit ist eine internationale und hat eigentlich hat mit Frauenrechten zu tun und mit Altersrechten, aber es ist nicht die Abteilung für Bekämpfung von Fremdfeindlichkeit. Ich war als 17-Jährige auf dem Gymnasium, wurde ich ausgewählt, ein American Field Service Student zu sein. Ich glaube, es gibt auch vielleicht in Marnach Eisenstadt viele. Und ich war also ein Jahr mit 17 Jahren in Amerika bei einer Familie. Und das war natürlich schon völkerverbindend, weil da hat man plötzlich ein anderes Leben gesehen. Und wie ich dann zurückgekommen bin und maturiert habe, ich habe angefangen, Medizin zu studieren. Ich kam an die amerikanische Botschaft während der ungarischen Revolution, weil ich Ungarisch konnte. Und sie haben Leute gesucht, die Englisch-Ungarisch übersetzen konnten. Und ich war aber dort gearbeitet, aber dann neben dem Studium. Und dann habe ich geheiratet und habe meinen Mann kennengelernt. Und er wollte keine Ärztin als Frau haben. Und so habe ich mich dann um. Und so kam es. Das war damals, heute könnte das ein Mann nicht mehr, dürfte das nicht mehr sagen. Aber damals konnte man es noch. Das war im Jahr 57 und hat der Mann noch das da reinreden können. Aber ich habe dann eine sehr interessante Tätigkeit, weil ich das American Field Service, das eine große Studentenaustauschorganisation in Österreich aufbauen durfte. Und ich habe es 7 Jahre gemacht, bis zur Geburt meines dritten Kindes. Und dann wollte ich eben in der internationalen Welt bleiben. Und so kam ich als NGO und vertrete eine jüdische Organisation, International Council of Jewish Women. Aber was ich schon tue, ist, weil ich mein Leben einer christlichen Familie, die wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, verdanken kann, gehe ich, wenn ich gerufen werde, auch zu Frauengruppen, zu Kirchengruppen und auch in Schulen und erzähle über das Wunder des Überlebens, wie das Ernst Lothar genannt hat. Und das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil ich kann darüber erzählen und man könnte eine Stecknadel fallen hören. Ich war auch im Oberpullendorf und ich war im Mattersburg. Also es ist wirklich, das ist eine gute Erfahrung. Meine NGO-Tätigkeit hat damit sehr wenig zu tun. Gut, Sie gehen in Schule, also Bildung ist etwas sehr, sehr Wichtiges bei der Fälle. Herr Salmann, wir sind mit Ihnen morgen auch hier in Eisenstadt in einem Gymnasium. Auch Sie gehen in Schulen. Aus Ihrer Sicht, Vertreter Pembridge Europa, was sind die wichtigen Aufgaben, um sozusagen Antisemitismus und zu verhindern künftig? Ich finde, was ich tue, ist nur ein sehr kleines Teil. In England gibt es eine Organisation, die heißt The Holocaust Education Trust. Das ist eine Organisation, die ist von David Cameron und von der Regierung stark unterstützt. Die ist verantwortlich für Education, also für Bildung. Bildung von Kindern, von jungen Leuten. Und die haben eine ganze Gruppe von Leuten, die regelmäßig nach Auschwitz fahren, um das zu erleben, nach Jerusalem, Yad Vashem. Und die haben, das ist eine ganze Gruppe von überlebenden Leuten, die meisten sind älter als ich. Und die meisten haben die Konzentrationslager erlebt, persönlich erlebt. Und die gehen rund um in Schulen und erzählen ihr Leben. Und ich tue das auch. Ich spreche hauptsächlich vom Kindertransport, was ich erlebt habe. Und die Schulen, die Kinder finden das alles wahnsinnig interessant und sehr wichtig. Und es ist in England heutzutage ein ganz kritisches Teil vom Schulcurriculum, Holocaust Education. Für mich ist Education, ist Bildung, das der Hauptpunkt für die Vermeidung in der Zukunft von Rassismus, von Antisemitismus, von Rassenfremdlichkeit und so weiter. Es ist sehr schwierig zu sagen, was man noch dazu machen kann. Man
Diese Art von Treffen, wo man erklärt, ein bisschen von Kultur von Juden, von der Geschichte von Juden, dass Juden nicht zwei Hörner haben und dass Juden ganz normale Menschen sind wie andere Menschen, um zu erklären, warum es Antisemitismus gibt, das ist immer schwer zu erklären. Ich finde das schwer zu erklären, warum das ist, aber meine persönliche Antwort ist Bildung, Education und mehr nicht. Ich danke Hans Simon, das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Schlusspunkt, den er gesetzt hat, den wir viele unterstützen können, glaube ich. Ich bedanke mich bei meinen zwei Gästen, Frau Gerda Frey, Herr Ernest Simon, für diesen Abend. Ich hoffe, es war für Sie auch etwas dabei, was Sie mitnehmen können, etwas Neues vielleicht. Und ich möchte noch am Ende jetzt darauf hinweisen, wir haben ja am Nachmittag diese parallelen Rundgänge, wie gesagt in Mattersburg um 15 Uhr, jetzt um Kitzi beginnt um 14.30 Uhr auch schon einer, in Frankenkirchen um 15 Uhr und in Mattersburg um 15 Uhr und in Rechnitz um 15 Uhr. Wir haben versucht, eben so viel Zeit zu lassen, dass der eine oder die andere auch diese Rundgänge noch besuchen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Kommen und würde mich freuen, wenn ich Sie auch nächstes Jahr wieder begrüßen darf. Nächstes Jahr wieder um etwa dieselbe Zeit wird wieder ein Sonntag im September sein. Vielen Dank.